Hallo, mein Name ist Nikolaus Püpke. Ich bin bei der Schacknert Elektronik GmbH seit März diesen Jahres beschäftigt. Ich habe vorher bei Volvo Trucks gearbeitet, fast 10 Jahre. Ich habe meine Ausbildung als Nutzfahrzeugmechatroniker auch dort abgeschlossen. Daher ist die Bindung zu LKWs, Baumaschinen schon sehr groß und auch mein Interesse. Ich bin zu der Softwareoptimierung gekommen, daher das Interesse an elektronischen Motoroptimierungen sehr groß ist. Durch den Kontakt zu Peter Schacknert habe ich auch so schon einige Einblicke und Eindrücke sammeln können zuvor. Und so bin ich an diesen Job gekommen. Was mir sehr viel Spaß bei diesem Job bereitet, ist das Arbeiten im Außendienst, der enge Kontakt zu den Kunden. Ich wickel den Außendienst komplett ab. Das heißt, ich fahre vor Ort zu den Kunden, tue Softwareoptimierung aufspielen. Ich verbaue Zusatzsteuergeräte, die komplette Terminplanung bis zur Optimierung wickel ich auch ab. Der Anfang wurde mir auch sehr leicht gemacht, mir wurde alles sorgfältig erklärt. Herr Peter Schacknert ist jedes Mal mit mir am Anfang mitgefahren, hat mir alles erklärt bei den Kunden. Demnach konnte ich sehr schnell auch selbstständig schon rausfahren und meine Arbeit alleine sehr gut durchführen und bin auch, denke ich, bei den Kunden sehr gut angekommen, weil ich ein sehr gutes Resümee immer bekommen habe. Der Unterschied zu meinem vorherigen Job bei Volvo zu der Firma Schacknert ist einfach der, dass man freie Hand hat bei seiner Arbeit. Man kann seine Termine planen, man kann seine Arbeitszeiten relativ frei selber planen und ist dann ein Stück weit sehr selbstständig und hat das volle Vertrauen von seinem Chef im Hintergrund immer, der auch hinter den Entscheidungen seiner Mitarbeiter steht oder sich auch vor sich stellt, wenn mal was schiefgelaufen ist, was selten der Fall ist. Genau, das ist der größte Unterschied, den ich für mich feststellen kann, der mir sehr wichtig ist, daher das freie, selbstständige Denken bei der Arbeit mir sehr wichtig ist. In der Zukunft freue ich mich auf unsere neue Halle, wenn sie fertig ist, daher dort auch viele neue Aufgaben und Tätigkeiten auf mich warten und auch neue Einsatzgebiete für mich entstehen werden. Das heißt Außendienst, Kundenbetreuung, Reklamationsbearbeitung und ja, den nahen Kontakt zu den Kunden auch weiterhin beibehalten zu können. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.